Ja, hallo liebe Sportfreunde, hier sind wir wieder von den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften hier in Dublin im wunderschönen City West Hotel in der super tollen Sportsarena. Bei mir heute unser Präsident der WAKO Deutschland, Jürgen Schorn. Ja, hallo Frank. Hallo Jürgen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Abläufe für heute, was liegt heute an, was ist heute schon passiert, was wird uns noch überraschen, was wird noch kommen? Ja, also wir hatten erstmal ein gemeinsames Frühstück mit den Sportlern. Anschließend hat man die offizielle Begrüßung der Sportler, der Bundestrainer, Kampfrichter, Eltern. Jetzt trainieren gerade die Sportler ihr letztes Abschlusstraining noch. Und die Kampfrichter sind gerade auf dem Kampfrichterseminar. Heute Abend ist dann um 19 Uhr bzw. um 18 Uhr ist dann das Coach-Seminar und auch die Auslosung. Genau, wir haben zwei Kampfrichterinnen mit dabei, einmal die Caro Fricke und die Jasmin Jalsin. Die haben beide zwei Lehrgänge, wir haben einmal, glaube ich, 3 Stunden lang das erste Seminar, läuft dann für die Pointfighter, diverse Regeländerungen, die vielleicht anstehen, was gewertet wird, was nicht, wo es Punkte gibt. Danach kommen die Vollkontaktler. Wie gesagt, heute Abend das Coach-Seminar, was auch noch folgt. Danach die Auslosung, was natürlich mit Spannung von allen erwartet wird, dass man dann wirklich weiß, wer gegen wen kämpft. Genau, ja, morgen ist dann die Eröffnung. Morgen ist die offizielle Eröffnung, also wir starten mit einem Fototermin natürlich und dann offizielle Eröffnung und dann beginnen auch schon die ersten Kämpfe. Ja. Genau, die erwarten wir natürlich mit Spannung, das Team freut sich, das Team ist heiß, alle sind fit. Ich bedanke mich fürs Erste und gebe ab zurück. Danke.